Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Mordanschläge nach Klassentreffen. Anwalt Bernd Römer in Gefahr. Irgendjemand versucht, fünf von uns umzubringen. Wir sind nach wie vor in Lebensgefahr. Eva! Was ist denn hier los? Komm raus! Abi-Treffen nach 25 Jahren. Anwalt Bernd Römer sieht heute seine alten Schulfreunde Sabine und Volker Roth, Eva Zink und Ben Dietz wieder. Die fünf waren zu Schulzeiten unzertrennlich, haben sich aber in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Umso größer ist die Wiedersehensfreude und muss sogleich von Klassenkamerad Erik Neumann in einem Erinnerungsfoto festgehalten werden. Ja gut, jetzt kommt das reicht doch jetzt. Haben wir im Kasten? Ich guck da mal weiter, wir sehen uns später noch. Das steht zu befürchten. Nein, wir freuen uns. Wir freuen uns, ja. Und das gibt's nicht. Der Mann mit dem Propeller, Carlsen vom Tarista. Herr Schröder. Herr Römer, Bernd. Herr Schröder, das ist aber eine Freude, schön, dass Sie da sind. Zu sehen. Schön, euch zu sehen. Bisschen trockene Veranstaltung, ich habe gar nichts zu trinken. Na, jetzt sind Sie ja da. Bedanke mich für die Einladung, war sehr nett gewesen. Ich habe gehört, aus Ihnen ist ein Anwalt geworden. Es blieb wohl nichts anderes übrig. Ja, das liegt daran, weil Sie immer recht haben wollten. Schon früher, vor 25 Jahren. Zu diesem Anlass habe ich mir, ich denke, eine kleine Überraschung einfallen lassen. Sie entsinnen sich vielleicht noch, es war so kurz vor der Abiturzeit. Da hatte ich Sie gebeten, Ihr Zukunfts-Ich niederzuschreiben und Ihnen selbst einen Brief. Das gibt's den Sinn, genau. Und diese Briefe, die habe ich Ihnen heute mitgebracht. Und da können Sie mal nachlesen, was in den letzten 25 Jahren Realität geworden ist oder nicht. Hier habe ich den Volker vielleicht. Architekt Volker hat längst vergessen, was in seinem Brief steht, den sein ehemaliger Klassenlehrer Harald Schröder für ihn aufgehoben hat. Lieber Volker, ich hoffe für dich, dass du in 20 Jahren immer noch stählerne Muskeln und volles Haar hast. Bist ein toller Typ, ein Frauenmagnet, bleib so wie du bist. Oh, ist doch eingetroffen, oder? Ja, ist ein schöner. Ein Bildung ist auch eine Bildung, ne? Kann man so sagen. Das haben wir denn hier schön. So. Oh, hallo. Oh, hi. Hey, hi. Hi. Ich sehe schon, ihr habt auch die Zettel vom Schröder gekriegt. Ja, ja. Ja. Und, kennt ihr mich noch? Ich denke schon, ja. Carsten. Ja. Carsten Buchholz. Mensch, wie geht's dir? Das ist der Carsten. Ja. Ganz gut. Und euch auch, was man so sieht, oder? Ja, uns geht's sehr gut. Danke. Immer. Ja. Ja. Sollen wir mal reingucken? Guck mal hier. Ja, komm, ja, du jetzt mal. Komm. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, was habe ich denn hier geschrieben? Ach du meine Güte. Ja, das ist peinlich. Hallo Bernd, du hast eine strahlende Karriere gemacht als Tennisprofi. Du bist der zweite Boris Becker. Dafür hast du dir nämlich sogar deine Haare rot gefärbt. Du hast noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Ja, da hat Boris Becker aber Glück gehabt, du. Ja. Ich will dir echt nicht zu nahe treten, aber heute wärst du froh, wenn du ein paar Haare hättest zum Färben, oder? Sabine, das wäre viel zu teuer. So ist viel billiger. Ja. Ich mach mal weiter, ne? Ich sag noch mal die anderen noch Hallo, ne? Ja, klar. Komm doch noch mal vorbei, wenn du durch bist mit denen. Ja, mach. Ja, bis gleich. Carsten, ciao. Also, ich muss sagen hier, ich finde es so toll, dass wir zusammen sind. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Wollen wir das nicht vielleicht in der Zukunft ein bisschen intensivieren, dass wir uns vielleicht öfters treffen? Oh ja. Was haltet ihr davon? Wir gehen vielleicht am Freitag zusammen essen? Oh nee, Freitag kann ich nicht. Also, da bin ich beruflich in Mailand. Sorry. Oh, schade. Ich wäre dabei. Ich kann Freitag auch nicht. Da hat ein Freund von mir Geburtstag. Freitag? Unser Auto? Da habe ich dran gedacht. Die Inspektion ist bis dahin auf jeden Fall fertig. Könnt ihr in die Garage kommen und das Teil rausholen. Passt. Gut, das brauchen wir, ja. Ja, und dann kommt ihr danach zu mir? Gut, dann holen wir dich ab. Genau, können wir dich abholen. Okay, also Freitag. Mhm. Gut. Prima, freut mich, so, super. Dann hole ich jetzt erstmal was zu trinken. Ja. Ich ja. Da Eva und Ben keine Zeit haben, sind Sabine und Volker am Freitag wie vereinbart alleine unterwegs zu ihrem Freund Bernd Römer in die Kanzlei. Ihr Auto haben sie zuvor aus Bens Werkstatt abgeholt. Oh, puh, hier stinkt's immer noch so im Auto. Ich kann nicht verstehen, wie das passieren konnte, dass dir da dieses Sixpack runterfällt. Der arme Mechaniker, der hier unsere Inspektion gemacht hat. Ja, und der arme Bernd, der nachher zu uns ins Auto steigt. Ach. Das bisschen Biergestank macht dem Bernd nichts aus. Weißt du noch, als wir Ben mal eine Stinkbombe im Auto versteckt haben? Ja, was heißt denn wir? Du warst das. Boah, das war so widerlich, dass du das gemacht hast. Aber es war schon erstaunlich, bei diesem Klassentreffen zu beobachten, wie manche Menschen sich verändert haben und manche wieder nicht. Ja, ach, das war so schön. Ja,
Ey, was ist denn hier los? Sabine! Scheiße! Als Sabine mit ihrem Auto einem Reh ausweichen will, versagen die Bremsen und sie fährt gegen einen Baum. Volker ist unverletzt und hat sofort die Polizei verständigt. Sabine hat eine kleine Schnittwunde am Kopf. Beide stehen unter Schock. Also, ich habe ja im Grunde genommen echt Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist, dass ich das Auto nur an einen Baum gefahren habe. Stellen Sie vor, da wäre jemand über die Straße gelaufen, ich hätte jemand überfahren. Mein Glück im Unglück auch, gell? Ich kann's nicht verstehen, das Auto war gerade erst in der Werkstatt. Bei mir stellt sich da erstmal eine ganz andere Frage, und zwar der Innenraum Ihres Fahrzeuges riecht extrem nach Alkohol. Ach. Sagen Sie, Frau Roth, haben Sie heute schon Alkohol konsumiert? Nein, meine Frau trinkt nicht. Ich habe ein Sixpack umgestoßen, der ist ausgelaufen, deswegen stinkt das Auto so. Ja, okay, aber dennoch möchte ich Sie auffordern, mal in unseren Alkotest zu pusten. Tiefluft holen, 10 Sekunden reinpusten, bis es aufhört zu piepsen. Ich rufe in der Zeit mal unseren Freund in der Werkstatt an, weil wenn was mit den Bremsen gewesen wäre, hätte er es gesagt. Und da er nichts gesagt hat, gehe ich mal davon aus, dass auch nichts gemacht wurde. Bitte machen Sie das. Jo. Weil Sie gerade von den Bremsen gesprochen haben. Ich bin zwar nicht vom Fach, aber es sieht wirklich so aus, als hat sich jemand am Fahrzeug zu schaffen gemacht. Am Fahrzeug zu schaffen gemacht? 0,0, wie ich gesagt habe. Also da ist irgendwas mit den Bremsen, ja. Ja, 0,0, da haben Sie recht. Also folgendes, wir werden jetzt das Fahrzeug sicherstellen, von unseren Technikern untersuchen lassen, ob Tatsache irgendwie an den Bremsen rummanipuliert wurde. Manipuliert? Wie gesagt, wir müssen es auf jeden Fall untersuchen lassen. Wir können jetzt hier vor Ort nicht feststellen, ob wirklich jemand am Fahrzeug manipuliert hat. Falls ja, liegt hier ein zweifacher Mordversuch vor. Mordversuch? Hast du es gehört? Also wird ja immer besser. Wollen Sie jetzt unserem Freund unterstellen, dass der absichtlich die Bremsen kaputt gemacht hat, damit wir verunglücken? Ja, jetzt beruhig dich mal. Also, er geht übrigens nicht ran. Wir wollen hier wirklich niemanden irgendwas unterstellen. Das Einzige, was wir halt sagen, ist, dass die Manipulation eine von vielen Ursachen für das Versagen der Bremsen sein könnte. Und selbst wenn das der Fall sein sollte, heißt das noch lange nicht, dass Ihr bekannter Freund, Mechaniker, der Täter ist. Okay. Hier haben Sie erstmal Ihren Führerschein, Frau Roth. Ja, danke. Ich würde Sie beide bitten, da das Fahrzeug sichergestellt wird, dass Sie uns jetzt sofort zur Wache begleiten. Ja. Und da kann ich dann Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Kümmerst du dich um Fahrzeugverschließen und Abschlepper? Gut, dann rufe ich natürlich Bernd an und verschiebe das Ganze. Ja, jetzt, ne? Natürlich, wir können ja nicht hinfahren. Absichtlich manipuliert? Als ob jemand unser Auto absichtlich manipuliert und die Bremsen kaputt macht und unser Leben damit riskiert? Total absurd. Wer soll denn sowas machen? Nachdem Sabine und Volker ihre Aussage zu Protokoll gegeben haben, suchen sie Anwalt Bernd Römer in der Kanzlei auf. Sie berichten ihrem Schulfreund von dem Verdacht der Polizei, dass die Bremsen an ihrem Wagen absichtlich manipuliert wurden. Aber wie kommt die Polizei denn da drauf? Der Wagen kam doch ganz frisch aus der Werkstatt. Das hat doch Ben selber gemacht, oder nicht? Was sagt der denn dazu? Ich erreiche ihn ja immer noch nicht. Er ist auf Geburtstag bei seinem Freund und hat das Handy lautlos geschaltet. Mann, Mann, Mann. Ist er das? Nee. Leute, okay? Leute, das ist ganz seltsam hier. Was ich krieg hier gerade Bilder geschickt von uns beiden. Ich kenne die Nummer nicht. Guck mal, das... Ohne Text. Ey, das war doch jetzt die Woche. Und das sind Bilder von heute. Hier, da kamen wir aus Bens Werkstatt und haben das Auto abgeholt. Also ich will euch keine Angst machen, aber ihr werdet beobachtet. Und zwar anscheinend recht lügenlos. Boah, das ist aber echt schräg jetzt, wirklich. Also wenn ich jetzt die Bilder sehe, ja, und mir dann eure Geschichte von diesem Unfall anhöre und mal versuche, eine Verbindung daherzustellen, dann könnte das eben wirklich heißen, es war kein Unfall, das war Absicht. Dann hat tatsächlich jemand an euren Bremsen herummanipuliert. Und genau derjenige schickt euch jetzt diese Bilder, um euch zu sagen, passt bloß auf, ich habe euch im Blick, und zwar weiterhin. Hier, der hat euch doch sogar beobachtet, als ihr das Auto abgeholt habt. Der hat darauf gewartet, dass ihr verunfallt. Also. Das ist ja wie im schlechten Film. Mann. Ach so, alles klar, danke, danke. Und was ist das für eine Nummer? Ruf doch mal an. Wird wahrscheinlich keiner rangehen, aber... Ja, genau. Teilnehmer natürlich nicht erreichbar. Also eins ist klar, da will euch jemand Angst machen, auf eine ziemlich perfide Art und Weise. Ich sag dir, das hat derjenige geschafft. Also hier ist es bei mir. Also ich bin total durch den Wind. Wer kann denn hinter dieser ganzen Geschichte stecken? Habt ihr in der letzten Zeit Ärger gehabt? Irgendwo, privat, beruflich, Bekanntenkreis? Nein, du weißt, so Kleinigkeiten passieren immer, aber doch nicht sowas. Ja, aber kennst du uns doch, wir sind eigentlich total friedfertig. Tja, mich wundert das auch. Nur, ich würde das ernst nehmen. Ich würde das wirklich ernst nehmen. Diese Bilder müssen zur Polizei. Die werde ich auf jeden Fall darüber informieren. Und die sollen rauskriegen, von welchem Handy die kommen. Und vielleicht können die das Handy auch orten. Die sollen rauskriegen, wer der Anschlussinhaber ist. Ich werde die Staatsanwaltschaft einschalten. Ja,
Ich werde mich auch dahinter hängen, dass die euer Auto so schnell wie möglich durch die KTU kriegen, dass da untersucht wird, was genau Sache ist. Und dann sind wir einen Schritt weiter. Okay. Hätte mein Freund nur diese Fotos auf sein Handy bekommen, dann hätte man darüber nachdenken können, dass es möglicherweise nur ein Scherz ist, wenn auch sicherlich ein übler Scherz. Aber im Zusammenhang mit diesem Unfall, der möglicherweise kein Unfall war, sieht das natürlich ganz anders aus. Und wenn sich herausstellt, dass die Bremsen manipuliert worden sind, dann reden wir hier von einem zweifachen Mordversuch. Als am nächsten Morgen feststeht, dass der Bremsschlauch von Sabines Auto absichtlich durchtrennt wurde, sucht Anwalt Bernd Römer mit dem Ehepaar und Kommissar Franjo Schilling die Autowerkstatt von Ben Dietz auf. Dort treffen sie auf den Mechaniker Nico Wolters. Ja, mal sehen, was ihr Freund Ben Dietz dazu zu sagen hat. Bis jetzt haben wir ja leider nur als Anhaltspunkt diese Telefonnummer, von denen die Bilder da geschickt worden sind. Und so wie es aussieht, ist das eine nicht registrierte Prepaid-Karte. Deswegen habe ich jetzt erstmal eine Handyortung veranlasst. Das heißt, wir wissen bald mehr. Ja, hoffentlich, weil also ich kann das alles irgendwie immer noch nicht glauben. Also vielleicht ist dem Ben ja irgendwas aufgefallen und er weiß nur nicht, dass es wichtig sein könnte, weil er nicht weiß, dass es später diesen Mordversuch gegeben hat. Ah, hi Leute. Hi Nico. So schnell sieht man sich wieder. Ja. Wollt ihr Ben besuchen oder stimmt was mit eurem Auto nicht? Ja, so kann man es auch sagen. Schönen guten Tag. Römer ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt und das ist Kommissar Schilling von der Kriminalpolizei. Ja. Hallo. Und wir wollen den Ben sprechen. Ist er schon da? Der Ben ist noch nicht da. Ich habe schon versucht, ihn anzurufen. Ich habe ihn auch nicht erreicht. Entweder hat er gestern noch Party gemacht, was nicht seine Art ist, oder er nimmt sich heute einen Tag frei und hat vergessen, Bescheid zu sagen. Also, da mache ich mir jetzt echt Sorgen. Das ist überhaupt nicht seine Art. Total untypisch. Der ruft immer zurück, der meldet sich immer. Also, vielleicht fahren wir nachher mal hin. Mhm. Ja? Sagen Sie, wer hat die Arbeiten an dem Fahrzeug der Rot ausgeführt? Besonders die Arbeiten an den Bremsen. Das war ich. Warum ist was passiert? Ja, es gab einen Unfall. Und so wie es aussieht, waren die Bremsen manipuliert. Deswegen ermitteln wir wegen versuchten Mordes. Um Himmels Willen, ist euch was passiert? Nein, zum Glück nicht. Nur eine kleine Kratzer. Ach, daher das Pflaster. Mhm. Mit den Bremsen war alles in Ordnung. Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremsschläuche, alles in Ordnung. Haben Sie da einen Bericht drüber? Ja, kann ich ihn holen. Ja? Da komm auch gerne mit rein. Ja, komm. Wer hatte denn Zugang zu dem Auto, nachdem die Inspektion durchgeführt worden ist? Gestern Abend. Nur Ben und ich. Ich habe den Wagen fertig gemacht. Danach wurde er von mir rausgefahren. Und eine halbe Stunde später habt ihr schon abgeholt. Das heißt, er hat eine halbe Stunde auf dem Hof gestanden. Gibt es eine Videoüberwachung? Richtig. Nee, so weit haben wir ihn leider nicht. Tut mir leid. Naja. Damit haben sie es ja wenigstens ein bisschen geholfen. Aber wenn Ben Dietz auftaucht, ja, dann möchte er sich bitte noch bei mir melden. Okay? Alles klar, sage ich Bescheid. Dankeschön. Gut. Okay, danke. Danke, tschüss. Nico. Ciao. Ciao. Ciao, Nico. Hallo? Also, ich sag euch was, nach meiner Einschätzung hier in der Werkstatt hat niemand was mit dieser Manipulation zu tun. Das heißt, es muss jemand an eurem Auto gewesen sein in der halben Stunde, in der das Ding hier auf dem Hof stand. Also, wenn ich darüber nachdenke, da wird mir richtig schlecht. Das könnte ja heißen, dass der uns jetzt beobachtet und es vielleicht später nochmal versuchen will. Das kann sein, ja. Ja, also Handy-Ortung ist durchgeführt. So wie es aussieht, ist das Handy in der Nähe eines Kindergartens in Mitte eingeloggt. Kindergarten? Dann schlage ich vor, wir fahren dahin, oder? Genau. Sollen wir zum Kindergarten fahren? Ja. Ich fahre mit Ihnen und ich würde sagen, ihr fahrt mal bei Ben vorbei und guckt, was da los ist. Ja, das machen wir. Ja. Genau. Fahrt wir fahren zu Ben. Nach Hause, okay. Ja, wir halten uns auf dem Laufenden. Mhm. Natürlich. Bis später. Bis später. Dass der Ben jetzt hier auch noch nicht aufgetaucht ist, dass er seit gestern Abend verschwunden ist, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Deshalb bin ich froh, dass Sabine und Volker zu ihm hinfahren und gucken, was da los ist. Vielleicht finden die den ja. Und der Kommissar und ich, wir machen uns auf die Suche nach diesem Handy, das geortet worden ist. Und das ist eine ganz heiße Spur, denn wenn wir das Handy haben, von dem aus die Fotos geschickt worden sind, diese Stalker-Fotos, dann haben wir den Täter, da bin ich mir sicher. Während Sabine und Volker unterwegs zu Ben sind, treffen Rechtsanwalt Bernd Römer und Kriminalkommissar Franjo Schilling in der Nähe des Kindergartens ein. Die beiden hoffen, dass die Handyortung sie schnell zum Täter führt. Ach, naja. Deshalb. Da oben ist der Funkmast. Ja. Aber das kann jetzt überall hier 150 im
Meter im Umkreis kann das jetzt überall sein. Ja, wie sollen wir das jetzt hier denn finden? Können wir das nicht genauer orten? Wir können es einfach mal probieren. Wir rufen uns die Nummer vielleicht einfach mal an. Also wenn wir großes Glück haben, dann klappt es ja. Kostet ja nicht. Sie haben ja eine Flatrate, nehme ich an. In irgendeinem Mülleimer. Ja, wenn er es entsorgt hat. Ich gehe mal darüber. Ja, ja. Also es klingelt, ja? Moment. Es klingelt da hinten. Lass es mal klingeln. Lass es mal klingeln. Hier bei der Frau. Bei der Frau. Entschuldigung. Entschuldigung, bleiben Sie mal gerade stehen, bitte. Entschuldigung. Das gibt's ja wohl nicht. Mein Name ist Schilling, Kriminalpolizei. Das ist Rechtsanwalt Römer. Hallo. Wir sind auf einer Suche nach einem Handy. Die Nummer haben wir hier gerade angerufen. Ja, klingelt doch. Ihr Kind ist ja sehr süß, aber Ihr Kind klingelt, glaube ich, nicht. Wo ist das denn? Darf ich mal? Schläft. Ach, was haben wir denn da? So. Und jetzt erklären Sie mir bitte nicht, dass das Handy von Ihrem Baby ist. Das seit einer Woche damit durch die Gegend läuft, Fotos von meinen Freunden macht, sie Ihnen dann schickt und sie damit bedroht. Also, erklären Sie mir bitte eins. Was soll das? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das Handy vorhin gefunden. Sie haben es gefunden, natürlich. Wo haben Sie es denn gefunden, das Handy? Hinten auf dem Spielplatz im Mülleimer. Ja, und das sollen wir Ihnen jetzt glauben? Ich habe wirklich nichts gemacht. Da war ein Typ und er hat es in den Mülleimer geworfen. Ich habe es gesehen. Ich bin eine junge Mutter. Ich kann das wirklich gut gebrauchen. Sie können auch meine Freundin fragen. Ich gebe Ihnen gerne die Nummer. Die hat das gesehen? Die hat es gesehen. Die war dabei. Also angenommen, wir glauben Ihnen. Können Sie die Person dann beschreiben? Ja, klar. Er war so 1,80, 1,85 groß. Hatte so einen dunklen Kapuzenpulli an. Okay. 3-Tage-Bart. Also, kann ich Ihnen auch nicht die Fotos sagen. Sind hier drauf. Gut. Also, das Handy ist natürlich beschlagnahmt. Ja. Und wir brauchen Ihre Personalien, bitte. Ja, natürlich. Und vielleicht doch noch mal die Ihrer Frau, die das Ganze gesehen hat. Ja, selbstverständlich. Also, letztendlich glaube ich der jungen Mutter, was soll die auch mit meinen Freunden zu tun haben? Gar nichts. Dann ist natürlich immer noch die Frage, wer war dieser Mann mit dem dunklen Kapuzenpulli? Aber jetzt muss ich erst mal zu Ben. Irgendwas stimmt da nicht. Ich will wissen, was da los ist. Alles well. Da Ben Dietz auf keinen Anruf reagiert, sind Sabine und Volker bereits auf dem Weg zu ihrem Freund, um nach dem Rechten zu sehen. Doch der Automechaniker macht nicht auf. Und seltsamerweise steht die Terrassentür sperrangelweit offen. Ben? Bist du da? Ben! Ben? Ben! Oh was, mein Gott! Was? Scheiße, Ben! Ben! Oh mein Gott! Lebt Ruf den Notarzt! Halt durch! Volker kann den Puls fühlen. Ben lebt noch. Er wurde mit einer Eisenstange niedergeschlagen. Anwalt Bernd Römer und Kommissar Franjo Schilling treffen am Tatort ein. Ben wurde bereits mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Der zweite Anschlag auf ein Mitglied der Abi-Clique. Wer macht sowas? Erst der Anschlag auf Sabine und Volker, jetzt auf Ben. Wo ist das Motiv? Warum soll da jemand versuchen, die umzubringen? Ja, das müssen wir noch rausfinden. Aber so wie es aussieht, hängt das wirklich alles miteinander zusammen. Ja, das kann ja so sein, aber wie wollen wir das rausfinden? Wie weit müssen wir da zurückgehen? Bis zur Schulzeit? Seitdem sind die drei eng befreundet. Ja, aber mit der Spusi gesprochen. Es gibt weder Einbruchsspuren hier an der Terrasse noch vorne an der Eingangstür. Das deutet schon darauf hin, dass der Täter bekannt war. Kann vielleicht jemand aus dem Freundeskreis das gewesen sein? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Die haben nie in der Fliege was zuleide getan. Wer soll das sein? Und wenn das so wäre, dann müssten die doch irgendeine Ahnung haben, wer das sein könnte. Das haben sie aber nicht. Ich muss euch mal stören. Rolf. Also das Einzige, was wir gefunden haben, ist dieser Knopf hier. Alles andere müssen wir die Untersuchung abwarten. Könnte der Knopf vielleicht zu einem Kleidungsstück Ihres Freundes gehören? Keine Ahnung, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich habe den Ben letzte Woche das erste Mal wieder gesehen, seit Ewigkeiten. Also Sabine und Volker, die wissen das vielleicht. Gut, die werden wir natürlich schon fragen. Ihr untersucht ihn auf Spuren, Fingerabdrücke, das Übliche. Kann ja sein, dass es irgendwie im Kampf abgerissen wurde. Ja? Mach mal. Danke. Das ist alles Wahnsinn. Gut, also ich mache mich auf den Weg. Ich muss dringend den Kopf frei kriegen. Ich gehe mal hier ein paar Schritte um den Block, bevor ich zurückfahre. Ja? Wenn es was Neues gibt, informiere ich Sie sowieso. Danke. Ja? Ich habe keine Ahnung, wer hier der Täter sein könnte und wo das Motiv liegen soll. Ich weiß nur eins, der will seine Opfer nicht nur leiden sehen, der versucht hier wirklich, diese Menschen umzubringen. Die Bremsen werden manipuliert, Ben wird fast erschlagen. Ich kann mir da noch überhaupt keinen Reim drauf machen.